was bisher geschah. Ihr zwei kennt euch? Dann seid ihr jetzt Partner. Was muss ich zu Tyson Latchford wissen? Er vertickt Koks an Bonzen. Mittlerweile bekämpft jeder jeden und ich suche mir scheinbar immer die falsche Seite aus. Kai! Ich bleibe bei dir. Hände hoch! Sofort! Detective, wer ist das? Kennt sich mit Tabellen aus. Saga! Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Battlefield Hardline. Ja, in der letzten Folge haben wir die Episode 1 abgeschlossen. Jetzt fangen wir mit Episode 2 an. Und das machen wir jetzt auch gleich direkt. Scheiße. Ja, verstehe. Es gibt zwei neue Leichen vor Manatee Bay. Benutzt sie doch als Bojen. Mendoza, hast du eine Sekunde, bitte? Oh, aufgepasst, alle Mann. Nachwuchsdetektiv in Eile. Kai. Da ist er ja wieder. Detective Dow ist wieder im Einsatz. Ihr Arzt war zwar dagegen, aber ich nicht. Bist du okay? Sport fällt flach, aber mir geht's gut. Das Koks, das du mit Stoddard gesichert hast, kommt aus Kolumbien. Und zwar mit dem Boot. Das hatten wir lange nicht. Normalerweise kommt alles über Mexiko. Was hat Tyson Latchford denn dazu gesagt? Mr. Latchford hat, wie sich rausstellte, einen sehr guten Anwalt. Hier. Das ist Lee Ray, alias Stingray, Kartellgroßhändler. Hat mich gestern angerufen. Hat angeblich Infos zum Drogenkrieg, der gerade in Miami tobt. Wir müssen Leo herbringen. Aber unauffällig. Nur wir drei dürfen davon wissen. Hier drinnen ist er eventuell genauso in Gefahr wie auf der Straße. Verstanden? Yes, sir. Gut, dann macht hin. Jo, dann machen wir mal los. Sonnig. Bloß die Musik könnte besser sein. Und hat Doss recht? Geht's bei uns verrettet? Wenn Doss besorgt ist, sollten wir es auch sein. Auch. Hey, alles okay? Ja, alles gut. Passt. Korrupte Cops, das. Kapier ich nicht. Ach echt? Wirklich? Ja, scheiß Arbeitszeiten und der Lohn erst. Ja, aber sonst ist doch alles toll, oder? Da ist unser Mann. Okay, bleib beim Wagen und pass auf. Wieso muss ich immer beim Wagen bleiben? Bleib beim Wagen. Ja. Wachhunde, Leo. Blöde Idee. Wer ist das? Der wollte mit mir in den Zoo. Wollte eine bedrohte Tierart sehen. Ja, ist das denn zu fassen? Ich wollte Dawes sprechen. Und Dawes schickt uns. Wenn mein Handy das nächste Mal klingelt, dann will ich, dass Dawes dran ist und mir sagt, wann und wo wir uns unterhalten können. Ich will keine albernen Witzfiguren wie euch. Ich will echten Schutz. Ich verpasse mein Spiel. Gehen wir. Die kannst du mir geben. Hey, Finger weg. Hey. Man sagt, du hast Tyson Latchford erledigt. Beeindruckende Nummer. Mit wem haben wir es denn zu tun? Spar dir das für Dawes. Also, was sollen wir machen? Sagt eurem Boss, ich habe alles vorbereitet und ihr habt es versaut. Jo, ist klar. Gib mir die Tasche, Leo. Sonst knall ich ihn an. Leo, verdammt! What the fuck? Leg Deckung! Kai, wer sind diese Typen? Oh, okay. Die sehen nicht mehr so gut aus. Du hast keine Chance, Leo. Wo geht's hier? Du und die Kopf, ihr seid tot, Leo. Da drüben. Ich greife an. Zurück. Alle Einheiten, drei
Leck mich! Los, die Tür! Königreich für eine Handgranate. Alter, wie ich die ganze Zeit voll an Helm schieße, ey. Der lebt ja immer noch. Bleib da! Alter, wie oft muss ich ja noch auf ihn draufholzen? Zeit für ein größeres Geschütz oder was? Mehrere Meldungen zu einer Schießerei. Alle Einheiten. 1049. Ja, bin ja schon unterwegs. Mann. Ich will doch nur helfen. Wer schießt denn da? Und woher überhaupt? Leo, lass das Rennen sein. Nick, da kommen noch mehr. Ja, danke, ich sehe es. Okay. Pius ist durch den Tod, also ist er in der Nähe. 13 in der Nähe ist seine Verdammtsschätzung. Sind das alle? So kann man sie auch ausschalten. Mit dir. Hey, hier lang. Da ist er. Da ist noch einer. Da sind ja noch mehr. Wo denn? Dieses Gerenne, ey. Hast du Leo? Der Stefan traut man ihm gar nicht zu. Im Hotel muss es eine Kampfzentrale geben. Ich suche ihn auf den Kameras. Gut. Sag Bescheid. Los, zumachen und runter. Oh. Los! Er kommt vom Pool, Kai. Schalt ihn ab. Fünfmal in den Rücken geschossen und er liegt immer noch, ey. Haben die denn hier für schöne Waffen liegen da? Nee. Moment! Hol Clio und dann weg hier! Alter. Das den Idioten, die hier rumballern. Mann. Wie ich mal überhaupt nichts treffe hier, ey. Hey!
Aua! Der lebt immer noch, ey. Immer noch! Ey! Ich eile. Er ist in einem der Büros. Fuck, Nick, da kommen noch mehr in die Lobby. Die dürfen mich nicht sehen. Geh irgendwie nach oben. Ich pass schon auf. Schwärmt aus und findet Leo. Ein Bulle hat den Laden hier komplett auseinandergenommen. Und wir wissen nicht mal, wo Leo ist. Jetzt legt er einfach auf. Muss ja nicht immer alle töten hier. Hände hoch! Los! Was ist hier los? Ja, ja, kein Problem. Warte! Hey, okay! Verdächtiger ist 10-15! Okay. Polizei! Du bist verhaftet! Wer ist das? Zack, auf den Boden mit dir und Fresse halten. So. Da drinnen los. Dafür, dass das dein erster Verrat ist, bist du ziemlich gesprächig. Hey! Kai! Kein verdammtes Wort mehr. Kai! Meine Marke? Hör auf! Das oder sonst was? Papier! Oh Gott! Kai! Was soll der Scheiß? Die halbe Unterwelt von Miami schießt auf uns und du zerlegst Leo? Was zum Teufel soll das? Haben wir zwei etwa ein Problem? Das noch Hotel nicht. Ist voller toter Drogendealer. Das ist das Problem. Leo braucht Schutz. Dann ist ja alles klar. Hast du ein Problem, Bitch? Er sieht übel aus. Dann hilf du doch dem Penner auf die Beine. Hey, du hast ihn so zugerichtet. Los, hoch in die Büro. Shit. Komm, Bewegung. Okay, ich komme, wohin du auch willst. Und das nennt Dos also Schutz. Was zur Hölle ist das? Du kannst ihn später verhören, Mendoza. Wir müssen los. Hey, Detective. Nimm du sie. Sieht ja übel aus, der Typ. Captain Dorf, wir haben Leo. Wir versuchen es durch den Haus. Überall! Ich komm rüber. Sorg dafür, dass er überlebt. Also geht von den Kollegen fern. Komm schon, komm schon. Komm schon, such sie. Wir müssen ausschwärmen. Noch mehr Bullen. Mach den Platz und dann weg hier. Habt ihr da schon nachgesehen? Was für eine Schande! Sie kommt schon noch. Seht nach, ob hier irgendwo einer ist. Seht euch um. Kommt schon, da drüben. Sucht weiter. Ja, ja, wie oft wollt ihr noch da drüben nachsehen? Komm schon, da drüben!
Scheiße. Oh, die ist gar nicht schlecht, die G17. Macht auf jeden Fall Fun. Abflug. Ah, jetzt wollen wir mal hier. Kannst du den fahren? Leo ist da, los! Und du meinst, mein letzter Einsatz war ein Desaster? Okay, fahr los! Jo! Ach, du ahnst es nicht. Aber kommt hier dran vorbei. Da ist Dorf. Ein Hubschrauber? Leo ist wichtiger als Blau. Folge dem Heli. Da kann ich noch nicht mal durch hier. Was ist denn das für ein Mist? Boah. Ja, schneller, ich weiß. Dachte, ich könnte da hinten rüberspringen, aber war wohl auch Fehlanzeige. Ui! Das war gerade ein frontaler Unfall, ey. Und die Karre fährt trotzdem noch normal weiter. Scheiß drauf, gib Gas! Da ist das! Haha, die Karre, die sieht aus. Detective! Tja, ich habe heute zwei Dinge gelernt. Improvisieren könnt ihr perfekt, aber unauffällig arbeiten nicht! Sir, die Typen wussten, dass Leo da sein würde. Kann mir jemand erklären, was mit dem passiert ist? Die Fahrt war holprig, Captain. Leo war nicht angeschnallt. Ach so? Helft ihm hoch! Sir, Leo war enttäuscht, dich dort nicht persönlich anzutreffen. Und ich glaube, man sollte ihn besser in Schutzhaft nehmen. Das sehe ich ganz genauso. Und du, Detective? Hm? Bist du sicher, dass sich Leo auf der Fahrt verletzt hat? Ja, auf ist jeden Fall. Ist das deine Antwort, wenn man dich fragt? Yes, Sir. Das ist sie. Gut. Ich bringe ihn an einen diskreteren Ort. Und jetzt verpisst euch! Ach, was war das gerade? Das war Vertuschung. Gewöhn dich lieber dran. Damit wir alle dieselbe Geschichte erzählen, Kleiner. Und welche Geschichte soll das sein? Die, in der wir rausfinden, wer uns gearscht hat. Jo, dann werde ich mal die Folge hier jetzt beenden. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.